Und Genossen, in 5 Minuten kann ich kein umfassendes Bild der beiden Probleme zeichnen, auf die ich hier eingehen will. Das sage ich vorweg all denen, denen das Positive jetzt zu kurz kommen wird. Im Mai nächsten Jahres werden wir gleichzeitig Kommunalwahlen in Brandenburg und Wahlen zum Parlament der Europäischen Union haben. In jüngster Zeit ist da häufig der Terminus Europawahlen zu hören. Wer ihn gebraucht, sollte es sich zumindest für einen Moment bewusst machen. In mehr als der Hälfte Europas werden diese Wahlen nicht stattfinden und jeder dritte Europäer wird nicht daran beteiligt sein. Insofern ist der Terminus von den Europawahlen gleichermaßen in meinen Augen ein Produkt der Anmaßung und gelungener Manipulation. Mir ist der Zusammenhang der kommunalen und der EU-Ebene in den letzten Monaten in 2 Dingen ziemlich brutal begegnet. In Eisenhüttenstadt befindet sich die zentrale Aufnahmestelle des Landes Brandenburg für Asylbewerber, kurz ZAST. Sie hat ob der dort waltenden Zustände in den letzten Monaten berechtigt negative Schlagzeilen gemacht. Aber auch in Eisenhüttenstadt kann nur ankommen, wer vor Lampedusa nicht ertrunken ist oder an anderen Grenzen nicht anderweitig abgefertigt wurde. Nun hat der Landkreis oder Spree in der ZAST ebenso wenig zu melden wie die Stadt Eisenhüttenstadt. Wir haben die aus der gnadenlosen Überbelegung resultierenden Probleme dennoch im Kreistag zum Thema gemacht. Unabhängig von administrativen Kompetenzen kann es nur darum gehen, dass der Landkreis seine Pflichten zur Übernahme und Unterbringung der Asylbewerber erfüllt, für die das entsprechende Verfahren abgeschlossen ist. Und da geht es dann wieder um Geld. Warum, frage ich mich, muss eigentlich es für die Kreise günstiger sein, die Menschen in Heimen unterzubringen als in Wohnungen, finanziell günstiger? Warum eigentlich müssen Asylbewerber billiger untergebracht werden als Lehrlinge, als Auszubildende? Das sind ja Maßstäbe, denen wir uns real ausgesetzt sehen. Also durchaus Themen von Kommunalpolitik, mit denen wir ständig zu tun haben. Das andere Problem, der aktuelle Bundesinnenminister betreibt eine fiese Politik, wenn er auf die weitere Abschottung der EU und der Bundesrepublik Deutschland besteht. Aber so manchen kleinen Bürger erreicht er damit schon. Ich denke, da gilt, was Goethe schon brandmarkte. Ich rezitiere hier mal ein bisschen. Nichts Besseres weiß ich mir an Sonn- und Feiertagen als ein Gespräch von Krieg und Kriegsgeschrei, wenn hinten weit in der Türkei die Völker aufeinander schlagen. Man steht am Fenster, trinkt sein Gläschen aus und sieht den Fluss hinab die bunten Schiffe gleiten. Dann kehrt man abends froh nach Haus und segnet Fried und Friedenszeiten. Das ist ein Stück des Mechanismus, auf dem der Wahlsieg von Frau Merkel gefußt ist und nicht auf ihrem omnipotenten Muttibild. Das sind ganz reale Erwartungen, mit denen wir es zu tun haben. Damit bin ich beim zweiten Thema. Im vorigen Monat hat der Kreistag Oder Spree den Baubeschluss für die Errichtung einer Brücke über die Neiße gefasst. Anwohner protestierten, weil mit einer solchen Brücke Sorgen und Ängste verbunden sind. Grenzkriminalität und fehlende Polizei spielen da eine Rolle. NPD-Vertreter im Kreistag waren zur Stelle. Wenn sie die Brücke schon nicht verhindern können, sollte sie nach ihrem Gusto wenigstens mit Einrichtungen von Sperranlagen verbunden werden. Also eine Brücke, die man gleich zumachen kann. Ich denke, dass wir es hier mit zwei sehr eng verbundenen Fragen zu tun haben. Da ist im Ergebnis eines deutschen Raubkriegs die Oder-Neiße-Grenze entstanden. Eine Grenze, deren völkerrechtlicher Anerkennung die Bundesrepublik Deutschland über 40 Jahre lang verbissen bekämpft hat. Es ist eine historische Verpflichtung, an dieser Grenze und über diese Grenze ein Verhältnis zu finden, in dem Menschen vernünftig zusammenleben können. Brücken verbessern die Möglichkeiten dafür. Zweitens sind aber die vorhandenen Sorgen ernst zu nehmen.
Es muss alles Notwendige und Mögliche getan werden, um diesen Sorgen zu begegnen. Auch wenn die Dimensionen hier andere sind. Hier wie vor Lampedusa erwachsen Konflikte aus einem Wohlstandsgefälle, dem mit Polizei nicht hinreichend zu begegnen ist. Dem Missbrauch dieser Konflikte müssen wir entschiedenen Widerstand entgegensetzen. Die Entlarvung dieses Zusammenhangs hat mir mit Verleumdung gespickte Attacken der NPD-Größen eingetragen. Da war sie denn wieder, die Stasi-Keule, und da hilft überhaupt nicht, dass du ein positives Papier hast. Ich bin fertig. Das Parlament der Europäischen Union hat auf die neuen Toten vor Lampedusa mehrheitlich mit einer Verschärfung des Grenzregimes im Mittelmeer reagiert. Aus den Fördertöpfen wurde schließlich schon Gaddafi bezahlt, um die Flüchtlinge vor den Grenzen der EU abzuwehren. Die Linke muss in Brüssel und Straßburg stark sein, um gegen die Festung Europa auftreten zu können. Arthur, und sie muss in den Kommunen stark sein, um auch einer Entwicklung zu begegnen, in der die Unterbringung von Menschen lediglich eine Frage des Geldes ist. Vielen Dank, Arthur Pech.